noch 200, wenn man sich überlegt, warum oder wo kommen die Planungen eigentlich her? Wer hat sich die eigentlich ausgedacht? Wenn man da nachforscht, dann bekommt man mit, dass die 100, also der Innenstadtring, schon in den 30er bis 50er Jahren geplant wurde. Also diese Planungen sind uralt, fast 80 Jahre alt. Damals nahm der Autoverkehr zu und ich will jetzt keine Namen nennen, aber man hat also damals angefangen, die autogerechte Stadt zu bauen. Das ging dann weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde immer im Westteil fleißig weitergebaut und weiter auch geplant. Jeder neue Abschnitt der 100 wurde damals begrüßt. Es gab da Jubel und große Feste. Man hat die autogerechte Stadt also gefeiert. Aber es gab auch Initiativen dagegen, die dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel in Kreuzberg am Oranienburg, am Oranienplatz jetzt keine Autobahn ist, sondern eben halt so, wie es jetzt aussieht. Die Autobahn wurde dann im Westteil Schritt für Schritt weitergebaut. Und als die Mauer gebaut wurde, konnte man halt nur im Westteil bauen. Im Ostteil hat man zum Glück so eine Stadtautobahn nicht geplant. Aber gleich nach Maueröffnung gingen die alten Träume von der autogerechten Stadt wieder weiter. Man hat dann wirklich kurz nach der Maueröffnung eben halt auch von Berlin als Megametropole geträumt, von 6 Millionen Einwohnern und so weiter. Und 1992 wurde eben halt der Bauabschnitt bis Treptow schon in die Planung aufgenommen. Das hatte ich ja vorhin alles schon erzählt, aber wie soll es denn weitergehen? Man möchte eben halt auch weiterbauen von Neukölln bis zum Treptower Park. Dort sollen dann eben halt 4 Häuser platt gemacht werden und dann weiter bis zur Frankfurter Allee. Wenn man sich mal die Trasse anguckt, dann wird einem der ganze Unsinn absolut deutlich. Man müsste zwischen S-Bahn, zwischen Ringbahn und der Elsenbrücke ist nicht genug Platz. Man müsste also die frisch sanierte Elsenbrücke, die für 4 Millionen Euro saniert wurde, zur Hälfte wieder abreißen. Man müsste dann über der Spree rübergehen, was eben halt entsprechend Lärm bedeuten würde, oder unter der Spree einen Tunnel bauen. Dann würde es weitergehen. Viele Häuser, unter anderem dort, wo auch jetzt die Wilde Renate ist, die müssten platt gemacht werden. Es würden also nicht nur 4 Häuser platt gemacht werden, sondern fast ein ganzer Kiez würde darunter leiden. Dann würde es unter dem Ostkreuz einen Tunnel geben, der jetzt schon gebuddelt wird. Der Tunnel würde weitergehen unter der neuen Bahnhofstraße. Ein Doppelstocktunnel. Die Grundwasserverhältnisse und der Boden ist dort relativ kompliziert, vergleichbar mit Köln, wo damals die U-Bahn gebaut wurde und das ganze Stadtarchiv eingestürzt ist. Es wird also extrem teuer, dort sicher zu bauen und dann weiter bis zur Frankfurter Allee. Die Verkehrsplaner sagen dann, dass dort mindestens 100.000 Autos am Tag langrollen sollen. Die würden natürlich auch auf die bestehende Stadtautobahn nochmal mehr Verkehr liefern, dort wo jetzt schon Stau ist. Und wir hätten dann also die Probleme im Friedrichshain nochmal potenziert. Wir können uns auch angucken, was bedeutet denn eigentlich die Stadtautobahn für die umliegenden Kieze und für die Menschen, die dort wohnen. Man kann sich's gut vorstellen, aber im Jahr 2010 hat Topos dazu eine Studie gemacht. Erstmals in der Geschichte von Stadtautobahnen hat man untersucht, was bedeutet das eigentlich. Und das Ergebnis, man hat also die 100 und in einer Stadtautobahn in Essen untersucht, ist verheerend. Man hat herausbekommen, dass die Leute, die direkt an der Stadtautobahn wohnen, dort sehr lange wohnen, weil sie können sich nicht mehr leisten, wegzuziehen. Es sind die Ärmsten der Armen, die dort wohnen bleiben. Leute, die auf Sozialhilfe angewiesen werden sind oder nur wenig Rente kriegen, zum großen Teil arbeitslos sind. Und dann kann man sich auch angucken, was ist mit den Mieten dort. Man könnte wenigstens vermuten, dann leben die vielleicht besonders billig. Aber auch das ist nicht der Fall. Die Mieten direkt an der Stadtautobahn sind nahezu identisch mit den Mieten eben halt in dem gleichen Bezirk, wo keine Autobahn ist. Und allerdings kann man sagen, dass die Häuser in einem erbärmlichen Zustand sind. Sie haben fast sehr wenig Schallschutzfenster und die Wohnungen sind also nicht gut in Schuss. Klar, die Leute müssen dort wohnen, die können sich nicht anders leisten. Das heißt, man sieht dort eine Schneise von Armut links und rechts der Autobahn und etwas weiter gibt es dann die Leute, die davon profitieren.
So viel also zu den Irrsinn, der auch noch sozusagen auftaucht. Und die Autobahn, wenn sie dann eben halt weitergebaut werden sollte, das wird eben halt, hatte ich vorhin schon erwähnt, fast in die Milliarden gehen. Diese Planung, die ist jetzt in den nächsten halben Jahr vermutlich, werden die festgezogen werden, ob dieser nächste Bauabschnitt eben halt auch in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird und so weiter. Wir werden dranbleiben mit Protestaktionen. Guckt auf unsere Webseite und schickt uns eine Mail oder guckt auf unseren Facebook- oder Twitter-Account. Wir informieren euch, es wird im Herbst definitiv weitergehen mit unserem Protest. Und als Abschluss sage ich jetzt nochmal, der Irrsinn ist nicht zu toppen, A100 stoppen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen, A100 stoppen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen, A100 stoppen. Genau. Genau, Infos wie gehabt auf unserer Webseite 100stoppen.de und ja, vielen Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Danke, Tobias. Eine Frage.